Ja, hallo und herzlich willkommen zurück bei Hunter Game. Ich spiele heute. Tief unter dem Frostgipfelgebirge liegt Orsama, die größere der beiden verbliebenen bekannten Zwergenstädte in dieser Welt. Orsama war einst der Sitz eines riesigen Reiches, verbunden durch das Tunnelsystem der tiefen Wege, das sich über tausende von Meilen erstreckte. Jetzt liegt die Stadt isoliert, abgeschnitten vom Rest der alten Länder der Zwerge durch den Vormarsch der dunklen Brut. In der Sicherheit der uneinnehmbaren Bauwerke Orsamas setzen die Adelshäuser der Zwerge ihre jahrhundertealten Kämpfe um die Macht fort. Attentate und Erpressungen sind an der Tagesordnung. Doch der Anschein von Ehre muss gewahrt bleiben. Du bist das zweite Kind von König Endrin, dem neunten von der Adelsversammlung gewählten Herrscher aus dem Hause Eidoken. Aufgewachsen bist du in einer Welt voller politischer Intrigen und musstest gegen deine Brüder und Cousins um Ehre und Ansehen kämpfen. Heute findet ein Fest zu Ehren deines ersten militärischen Kommandos statt. Es ist der Eröffnungszug im sich ständig verändernden Spiel der zwergischen Politik um echte Macht. Ja. Grüße, Herr. Du bist angekleidet und bereit. Hervorragend. Ja. Ich konnte den zur Rüstung passenden Dolch nicht finden, aber ich habe ein ziemlich hübsches Langschwert aufgetrieben. Möchtest du auf dem Adelsfest auch deinen Schild tragen? Ja. Gewiss, du wirst da draußen ein imponierendes Bild abgeben. Wenn allerdings alle anderen Adligen mit Schild und drei Schwertern auftreten, wirst du dich schrecklich schlecht angezogen fühlen. Es tut mir leid, Herr. Die Feierlichkeiten versetzen mich in eine seltsame Stimmung. Selbstverständlich. Widmen wir uns wieder unseren Aufgaben. Der König erwartet, dass du erscheinst. Aber es gibt keinen Grund zur Eile. Die Oberhäupter der Adelsfamilien werden deinen Vater stundenlang mit Bittgesuchen und kleinlichen Beschwerden langweilen. Das Übliche. Dieser Lord hat meinen Vetter um die Ecke gebracht, jener Lord hat meine Frau verführt, dieser Lord hat mir genau das angetan, was ich ihm antun wollte, aber er war schneller. Okay. Sie werfen sich in Pose und plustern sich auf. Jeder gibt vor, der einzig ehrenhafte Mann in einer Höhle voller Räuber und Attentäter zu sein. Pah. Der Rest ist allerdings sehenswert. Als Teil der Feierlichkeiten wurden Genehmigungen an Mitglieder der Händlerkaste versteigert, die ihre Waren im Adelsviertel anbieten wollten. Lord Harrowmont hat außerdem das Tornei eröffnet. Es bietet jungen Kriegern die Möglichkeit, sich vor der morgigen Schlacht miteinander zu messen. Vielleicht sollten wir ihnen mal zeigen, wie ein Einzelkampf richtig geht. Und mit wir meine ich dich. Ich übe mich derweil in Jubel. Ich bin direkt hinter dir, Herr. Bis zum Fest gehört der Tag uns. Herr? Ach, da gibt es nicht viel, was du noch nicht weißt. Der Vater meines Vaters war während der Erkundung der tiefen Wege ein großer Held und hat die Familie an die Spitze der Kriegerkaste geführt. Er wurde sogar nominiert, der Versammlung beizutreten und ein Adelshaus zu gründen, aber die Nominierung an sich war die eigentliche Ehre. Er hat keine einzige Stimme bekommen. Mein Vater hat deinem Vater viele Jahre gedient und jetzt diene ich dir. Ja, ich brenne darauf, mich der dunklen Brut zu stellen und als dein Sekundant zu beweisen. Möge der Stein uns zur Seite stehen und mögen die Ahnen voller Stolz auf uns herabblicken. Wie du wünschst. Ja. Okay. Gegenstand hier. Ich habe einen schwachen Grund. Ich hoffe, dass ich das hier finden kann. Betrachtet es als erledigt.
Mögen die Ahnen über euch wachen. Ich bin stolz, in der Dunkel zu dienen. Oh, verzeiht. Eine Geliebte. Bitte entschuldigt. Ich dachte, Prinz Belen käme aus der Halle hierher. Ich... vergebt mir. Sie ist, es scheint, als sei sie eine der neuesten, Gefährtinnen deines Bruders. Prinz Belen wohnt den Feierlichkeiten bei, die zu Ehren Lord Edukens veranstaltet werden. Oh je. Ja, natürlich. Es war anmaßend zu glauben, er würde zurückkehren. Bitte vergebt mir. Mit eurer Erlaubnis werde ich mich dann entfernen, Herr. Hab Dank. Ich werde jetzt gehen. Ich stehe zu euren Diensten. So, guten Tag, Lord Edukens. Also Sie mir jetzt hat sehr freut. Okay, ab und zu gibt es halt Bugs. Das ist ja bei jedem Spiel so. Komm, das ist bei irgendjemand anders. Willst du wirklich schon zum Fest gehen? Sobald wir dort sind, werden wir wohl keine Chance mehr haben zu entkommen und uns das Tornei anzusehen. Nur, dass heute eine Menge Adlige mit dir reden wollen. Wenn wir noch etwas Spaß haben wollen, sollten wir jetzt zu dem Tornei gehen. Ich bin wirklich gespannt, wen wir heute kämpfen sehen werden. Meinen Glückwunsch zur Ernennung zum Kommandanten, Herr. Danke. So. Ich weiß jetzt nicht, was die Mutter dazu sagt. Dein Vater hat den... ...den Händlern gestattet, ihre Waren während der Feierlichkeiten im Adelsviertel anzubieten. Herr? Wie du wünschst. Ja, ist ja nett, dass jetzt hier lehrt, ich jetzt da runter. Wir finden bestimmt eine vernünftige Lösung. So steht es mit dem Ausgleich. Sind das eure Waren? Ja, Sir. Bitte. Seht euch nach Belieben um. Nichts geht über gute Stahlbesteck. Ich habe sogar schon Prinz Belieben, wie du kennst. Stahlbesteck. Atrast Valla, großer Bruder. Welch eine Überraschung, dir hier mitten unter dem gewöhnlichen Volk zu begegnen. Zumal es deine Pflicht ist, unseren Vater auf das heutige Fest zu begleiten. Hast du so wenig Respekt vor unserem Vater, dass du seine Wünsche selbst an einem Tag, der nur für dich gedacht ist, missachten musst? Lord Harrowmont hat mir mitgeteilt, dass unsere Anwesenheit erst in Stunden erforderlich ist. Ruhe. Wenn ich die Meinung des Sekundanten meines Bruders hören will, dann frage ich danach. Ja, Hoheit. Ich spreche mit Angehörigen niederer Häuser und Kasten, wie es sich geziemt. Jetzt tu, was ich dir sage. Dein Mangel an Respekt vor deiner Pflicht unserem Haus gegenüber ist untragbar. Ich weiß nicht, warum dir ein militärischer Rang verliehen wurde. Ich werde nach dem morgigen Tag wohl viel Zeit damit verbringen, mich bei den Anführern der Adelshäuser zu entschuldigen, dass ihre Kinder unter deinem inkompetenten Kommando gefallen sind. Das ist vielleicht etwas hart, oder Tyrion? Als Thronerbe ist es meine Pflicht, meine Weisheit und meine Erkenntnisse mit denen zu teilen, die sie benötigen. Und jetzt machst du dich auf den Weg zu dem Fest. Du bist ziemlich stur, oder? Wenn ich erst König bin, helfe ich dir, das zu überwinden. Komm, Belen. Ach ja, Leute. Hier und da eins aus dem Maul. Natürlich, Herr. Ich soll euch also mein Geld in den Rachen werfen, damit ich aussehe wie eine billige... Wie wäre es mit dem dort?
Herr, seid ihr auf dem Weg zur Tornei-Arena? Wir wurden mit der Aufgabe betraut, euch zum Tornei-Gelände zu eskortieren. Das hatte ich völlig vergessen. Entschuldige, ich hätte es dir früher erzählen sollen. Auf Befehl des Königs darfst du dich nicht ohne Wachen durch das gewöhnliche Volk bewegen. Wollt ihr dann aufbrechen? Wir stehen euch zu Diensten. Ja, also ich finde, mir macht es sehr viel Spaß. Ja, hallo. Hoheit, es ist eine Ehre, dass ihr hier seid. Seid ihr hier, um zu verfolgen, wie diese tapferen Krieger euch zu Ehren kämpfen? Hoheit, dieses Tornei findet euch zu Ehren statt. Dann ehrt ihn, indem ihr tut, was er sagt. Lord Edukin wird in diesem Tornei kämpfen. Selbstverständlich. Es ist natürlich euer Recht. Männer und Frauen von Orsama, wir haben einen weiteren Teilnehmer an diesem Tornei, das am Vorabend der Schlacht zu Ehren des Hauses Edukin stattfindet. Hier kommt Lord Edukin persönlich. Seid ihr bereit für euren ersten Kampf? Dann lasst uns beginnen! Dies ist ein Tornei des Ruhms, das unter den wachsamen Augen der Paragons von Orsama zu Ehren des Hauses Edukin ausgetragen wird. Lord Edukin misst sich mit Elar Bimo, dem jüngsten Sohn von Lord Bimo. Darüber werde ich Meldung machen. Der erste Kämpfer, der zu Boden geht, gilt als besiegt. Kämpft! Was für ein beeindruckender Kampf. Mit seinem Hammer ist Alain Bimo nicht zu unterschätzen. Seid ihr bereit für euren nächsten Gegner? Adal Helmi, eine Frau, Hoheit. Sie ist eine zähe Kämpferin. Wunderbar. Dann lasst uns gehen. Dies ist ein Tornei des Ruhms, das unter den wachsamen Augen der Paragons von Orsama zu Ehren des Hauses Edukin ausgetragen wird. Lord Edukin trifft auf Adal Helmi, die älteste Tochter von Lady Helmi. Ruhm und Ehre eurem Haus, Hoheit. Der Kämpfer, der zu Boden geht, gilt als besiegt. Kämpft! Ich werde es tun. Wie ihr meint. Betrachtet es als erledigt.
Sieger ist Lord Erduken. Vielen Dank. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Das war eine wahre Freude für die Zuschauer. Viele konnten es nicht erwarten, dass diese Frau in die Schranken gewiesen wird. Euer nächster Gegner ist Sir Blackstone. Seid ihr bereit gegen ihn? Selbstverständlich, Hoheit. Also, ja, ich komme wieder zurück. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns dann das nächste Mal. Wir sehen uns ja dann gleich wieder. Also, wahrscheinlich morgen, übermorgen. Ich weiß noch nicht, wann ich das wieder spiele. Ich wünsche euch noch viel Spaß. Have fun und war out. Also, wie gesagt, habt Spaß und tötet die Nächsten.